Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für euch einen handgemachten Schmuck-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen hier reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, den habe ich auch wieder von Handmade by Kate bekommen. Ihren Adventskalender habe ich ja letztes Jahr schon vorgestellt und sie hat auch dieses Jahr wieder einen im Angebot. Und da sehen wir auch diese wunderschönen, kleinen, süßen Häuschen von 1 bis 23 und die 6 ist hier auch nochmal eine andere. Die 24 ist nochmal separat eingepackt, denn das ist der große Adventskalender. Sie hat mir aufgeschrieben, der große Adventskalender kostet 195 Euro und hat einen Wert von 290 Euro und der kleine hat einen Preis von 145 und einen Wert von 235 Euro. Ich blende euch auch die Preise zu den einzelnen Stücken hier ein. Bei dem großen Adventskalender haben wir die gleichen Schmuckstücke von der Art und Weise her, wie auch in dem kleinen. Bei dem kleinen wiederholen sich nur die ein oder anderen Schmuckstücke dann mal, aber von den Farben sind sie dann unterschiedlich. Bei dem großen haben wir dann aber zusätzlich auch noch so richtig selbst hergestellte Textilien mit dabei, die ich euch dann natürlich auch vorstellen werde. Und ja, ich würde sagen, nicht lang schnacken, wir schauen mal rein. Übrigens hat sie mir auch ein paar Goodies beigelegt, zum Beispiel dieses wunderschöne Bild. Das finde ich wirklich sehr, sehr schön. Das ist echt eine großartige Farbe. Also das ist halt voll meins. Ne? Ich mag dieses Grün total. Das ist hier richtig schön auf so einem Keilrahmen gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie man sowas herstellt. Ich feiere das total. Dann hat sie mir auch noch so ein kleines Säckchen mit einer Visitenkarte hier beigelegt. Ich setze euch definitiv auch mal den Link zu ihrem Insta-Profil und auch zu ihrem Facebook-Account in die Infobox rein. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Denn darüber könnt ihr dann auch den Adventskalender bestellen, wenn ihr möchtet. Einmal habe ich hier so ein richtig in einem Anhängerchen, oder das sieht so ein bisschen aus wie eine Fiole, ne? Haben wir so eine kleine Blume drin. Und dann habe ich hier ein Armband drin enthalten. Ein Kärtchen, wo auch eine Handynummer draufsteht. Bei Bedarf darf ich die teilen. Und zwei Tees. Die sind aber sehr, sehr, sehr weihnachtlich unterwegs. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, liebe Kate, dass ich den Adventskalender auch dieses Jahr wieder vorstellen darf. Ich freue mich da richtig derbe drüber, denn ich möchte natürlich von Herzen gerne auch supporten, wenn meine Community so kreativ ist und sowas herstellt. Also, ne, dementsprechend sehr gerne stelle ich als Santa Claudi den Adventskalender von dir vor. Und jetzt starten wir. Und man möchte das gar nicht irgendwie öffnen, ne? Weil du hast diese süßen Häuschen, wo jedes einzelne Häuschen dann auch per Hand hier verschleift wurde. Nennt man das so? Ich glaube schon. Oh, wir starten mit einer Kette, glaube ich. Das Ganze ist auch in so Organza-Säckchen drin. Also richtig, richtig schön gemacht, muss ich wirklich sagen. Das kriegen nicht mal große Schmuckhersteller so schön hin, muss ich gestehen. Hier haben wir ein wunderschönes Silber und den Schmuck vom letzten Jahr habe ich auch dieses Jahr sehr, sehr gerne getragen. Ich feiere diese Kette extrem. Ich mag dieses Türkis hier vorne in diesem Steinchen. Auch das Silber von der Kette finde ich einfach richtig hübsch. Also mag ich sehr gerne leiden. Hat auch eine richtig schöne Länge, ne? Muss man wirklich sagen. Weiter geht die wilde Reise am 2. Dezember. Oh, hier haben wir Ohrstecker drin. Die habe ich dieses Jahr, also nee, letztes Jahr, also die aus dem letzten Jahr Adventskalender habe ich dieses Jahr schon so gerne getragen und gefeiert, weil ich schmink mich gerne bunt. Und wenn ich dann halt so Ohrstecker oder Hänger oder so verwenden kann, tragen kann, die dementsprechend halt auch dazu passen, feiere ich das total. Die sind ein bisschen kleiner, die würde ich persönlich dann so in meinem zweiten Ohrloch tragen. Und das ist auch ein wunderschönes Apfelgrün. Also natürlich hast du hier auch immer individuell bei den Schmuckstücken die Farbverläufe und so weiter, weil das ist ja auch wirklich handgemalt, ne? Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3. Auch hier haben wir Ohrstecker drin, aber die sind ein bisschen größer. Ich meine, so ähnliche habe ich letztes Jahr auch drin gehabt. Aber hier haben wir einen wunderschönen Farbverlauf von Blau, Weiß und so einem ganz hellen Lila, würde ich sagen. Also auch das sehr schöne Ohrstecker. Und du kannst die natürlich auch dann immer so richtig schön Rainbow-mäßig, wenn du verschiedene Ohrlöcher hast, miteinander kombinieren. Achso, und von hinten sehen die übrigens so aus. Das mag ich übrigens auch sehr gerne, dass wir hier so einen ja, Gummiverschluss haben, ist es dann ja quasi. Ne? Finde ich immer ganz angenehm. Finde ich sogar oft angenehmer, als wenn ich diese Metallverschlüsse habe. Die sind übrigens in Blumenform richtig süß, weil diese Metallverschlüsse manchmal ein bisschen zu eng sitzen, zu sehr drücken und die hier, die geben ein bisschen nach. Das ist einfach angenehmer. Hier haben wir die Nummer 4. Ach süß, mit diesen Stickern da drauf. Ne? Hier habe ich jetzt ein kleines Rentier mit seiner roten Nase. Oh, das sind so Haarstecker. Die trage ich persönlich nicht ganz so sehr, muss ich gestehen. Aber ich bin ja nicht das Maß aller Dinge, ist klar. Ne? Und natürlich haben wir hier auch das ein oder andere Haaraccessoire mit dabei. Und die sind so ein bisschen lila. Also einfach so klassische Haarnadeln sind das. Ne? Kann ich mir schön vorstellen, dass wenn man hier so sein Pony oder seine
Haare aus dem Gesicht nehmen möchte, ne? Der 5. Dezember, ein Tag vor Nikolaus, kommt nicht nur in einem kleinen Häuschen, sondern auch mit einem kleinen Briefumschlag daher. Ho, 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 Merry Christmas! Genau, denn hier haben wir etwas, was selbst auch her... Also ist ja alles selbst hergestellt, aber das ist ganz besonders. Aha, was ist das? So ein Kissen? Ist das zum Reinigen oder sowas? Handgeschrieben, selbstverständlich, Wahnsinn. Nimm mich mit in die Dusche. Ah, und schrubbel deine Haut samtig weich. Das finde ich cool. Du darfst mich bei 60 Grad waschen und ich darf in den Trockner. Wow, das finde ich cool. Also ist es quasi wie so ein Duschfluff. Das finde ich toll. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Vor allem die Duschfluffs, die man sonst so in Adventskalendern oder sonst irgendwo mal mit dabei hatte, die kannst du nicht waschen, weil die halt so richtig aus Plastik im Prinzip sind. Und das ist hier nicht der Fall. Cool. Diese Botschaft hier allein ist ja einfach schon so ein Traum, ne? Das ist so süß. Der 6. Dezember, Nikolaus. Na, da bin ich mal gespannt, Kate, was du mich hier reingepackt hast. Oi, das ist wirklich was Besonderes. Ihr wisst, ich bin nicht so die Armband-Queen, ne? Die trage ich nicht so super gerne. Aber wie schön sieht das bitte aus? Da macht die Frau mich schwach. Ich meine, ne, wenn ich mich ja schon von Rossmann schwach machen lasse, wobei da ging es eher um Maxim, dass ich mir so ein Ding an meinen Arm schweißen lasse. Dann, ja, denke ich, dass Kate mir das mit diesem goldenen Armband definitiv auch sehr schmackhaft machen kann. Oh Gott, wie großartig ist es bitte, dass dieses Armband auch so richtig schön lang ist. Das feiere ich jetzt schon mal direkt. Sie weiß es wahrscheinlich auch. Mein Armumfang ist tatsächlich ein bisschen breiter als normal. Keine Ahnung, ne? Also ich glaube auch, dass ich breitere Arme habe als mein Freund zum Beispiel. Wie wunderschön. Und hier haben wir auch so einen Multicolor-Adventskalender, weil hier haben wir quasi Goldschmuck mit dabei. Müsst ihr einfach mal dann mit Kate schreiben, inwiefern, also was so eure Lieblingsfarben sind und so weiter, dass man halt Präferenzen auch durchgeben kann. Ne? Das ist immer ganz gut. Gerade wenn solche Adventskalender auch handgemacht sind, ist es immer ein bisschen einfacher, sowas auch zu kommunizieren. Und wie schön ist das bitte? Finde ich richtig toll. Ich habe ein richtig tolles grünes Kleid und dazu wird das so optimal aussehen. So ein richtig nices Abendkleid. Jetzt muss ich nur noch irgendwie zu einer Hochzeit oder so eingeladen werden, wo ich das wieder tragen kann. Weiter geht die wilde Reise am 7. Dezember. Hier haben wir auch wieder ein Organza-Säckchen drin mit ein bisschen Schmuck. Hier kann ich mir vorstellen, auch wieder eine Kette zu finden. Das ist ein bisschen anders vom Design her als das, was ich auch so im letzten Jahr gesehen habe. Finde ich ehrlich gesagt sogar richtig cool, ne? Dass man das halt einfach hat. Wegen Kettenlängen und so weiter würde ich euch auch empfehlen, da gegebenenfalls Kate zu fragen. Hier sehen wir dann die Kette und hier unten, also es ist eine silberne Kette, hier unten dran haben wir einen blauen eckigen Anhänger. Warum verrenke ich mich so? Ich kann auch einfach meine Hand nach vorne halten, ne? Finde ich richtig schön. Also das passt halt einfach auch zu so vielem, was ich trage und wie ich mich manchmal fühle. Wunderschön. Wunderschön. Ist auch ein bisschen dicker hier, ne? Dass man das dann auch so ein bisschen dreidimensionaler hier drin sieht. Und das schimmert auch so ein bisschen. Die Nummer 8 darf auch bei diesem Adventskalender gerne machen, dass es kracht. Sammy liegt neben mir und schläft. Solltet ihr schnarchen hören, wisst ihr Bescheid. Es ist 10:30 abends. Da schläft der junge Mann. Wow. Das ist, also sie hat auch andere Schmuckstücke drin, auch so vom Stil her, wie letztes Jahr. Das heißt, auch wenn man den letztes Jahr schon bestellt hat, ne? Dann hat man hier definitiv auch nochmal andere Designs mit dabei und das sieht ja richtig nice aus. Das sind halt so drei untereinander als Ohrhänger. Das finde ich schön, ne? Das kann man so richtig im Boho-Style tragen. Ich stelle mir dazu vor, dass ich einfach ein weißes Top anhabe, einen blauen Rock, offene Haare, Chili-Milli-Alltagspimli, wollte ich gerade sagen, aber ne? Mega. Ich bin immer wieder begeistert, was Menschen halt wirklich per Hand herstellen können, ne? Das ist nicht so meins. Also ich kann sowas nicht, das meine ich damit. Ich finde es wunderschön, aber ich kann sowas nicht selber. In der Nummer 9 dürfen wir uns wieder über Ohrstecker freuen. Und die, finde ich, haben auch so eine mittlere Größe, ne? Wir hatten jetzt auch schon große, wir hatten kleine und das hier sind jetzt so mittlere. Und die sehen wunderschön maritim aus. Die hätte ich mir jetzt auch richtig gut vorstellen können, als ich zum Beispiel auf dem Dalton-Event war und wir dann auf Kreta waren. Oder wenn ich jetzt so generell einfach mal irgendwann irgendwie Richtung See komme, ne? Dann sind die halt echt voll mein Vibe. Das ist so dieses türkisblaue Meer zusammen mit dem Sandstrand. Da haben wir nämlich auch so leicht braun, orangene Durchziehfarben, Sachen. Wunderschön. Mir fehlen gerade die Worte. Die finde ich richtig schön vom Design her. Und ich glaube auch, dass sie das quasi so macht, dass sie eben nicht so eine Leinwand, dann, sondern halt ja, ein Papier oder was auch immer man dann quasi nimmt, ne, was man dahinter macht. Und dann gestaltet sie das auf diese Art und Weise, wie die das ja bei diesem Bild gemacht hat. Und dann werden daraus diese
Schmuckstücke hergestellt und deswegen ist das so individuell. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Hier haben wir ein Haargummi drin. Oh, da muss ich mal gucken, ob meine Haare das mögen. Ich mag auf jeden Fall die Farbe. Es ist ein Lila und da sagte Sarah Isabel ja mal irgendwann zu mir, ne? Claudi, du musst mehr Lila tragen, das steht dir. Okay. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11. Aber witzig, das fällt mir jetzt ja erst auf. Wir haben hier das Haarband, ne, wo das in Lila ist. Und dazu passend sind dann auch wirklich hier diese Haarnadeln, auch mit dem Lila. Das ist schön und mitgedacht, ne? Oh, hier haben wir auch wieder Ohrstecker drin. Ich glaube, ich bekomme hier auch so ungefähr den kompletten Regenbogen an Schmuck, was ich wundervoll finde. Denn ich glaube, rote Ohrringe habe ich wirklich noch gar nicht. Und zu so einem schönen roten Abendkleid passen solche Ohrringe perfekt, ne? Von der Größe her ist das hier auch nochmal eine andere Größe. Das ist ein bisschen größer als die hier, aber kleiner als die hier. Sehr, sehr cool. Halbzeit, die Nummer 12. Oh, guck mal, was haben wir denn hier drin? Da ist nochmal in dem Organza-Säckchen eine kleine Schmuckschatulle. Oi. Ich habe schon bei ein paar Videos gesagt, wo ich Schmuck-Adventskalender ausgepackt habe. Ich suche noch einen Ring, den ich auf meinem linken Zeigefinger trage, weil der, den ich seit Jahren dort trage, passt mir leider nicht mehr. Der ist nicht größenverstellbar und der hat eine gewisse Bedeutung für mich. Und ähnlich könnte es aber auch tatsächlich diesem Ring ergehen, dass quasi hier eine Bedeutung für mich mit drin stecken könnte. Und so schaut er auf jeden Fall aus und der ist größenverstellbar. Wir haben nämlich hier zwei Kugeln, aber da ist halt eine Luft dazwischen, sodass man hier auch das Metall ein bisschen biegen kann, sodass er einem dann auch, wo man möchte, passt. Ne? Ich kann es hier nochmal am Finger getragen zeigen. Und grün ist die Farbe der Hoffnung. Deswegen hätte dieser Ring definitiv eine sehr, 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 sehr tiefe Bedeutung auch für mich. Ne? Könnte sein, dass ich den jetzt öfters trage, weil auch am Zeigefinger kann ich mir vorstellen, dass er mir sehr gut passen wird. Ne? Ich schau mal, wie weit ich den so biegen kann. Das würde ich ja hart feiern. Ne? Es geht. Muss ich mal gucken. Ne? So würde es dann bei mir am Zeigefinger aussehen. Dann hätte ich zwar immer einen bunten Ring, aber es wird halt auch passen, weil ich habe immer irgendwas Buntes. Mal gucken, wie er sich so trägt. Also die erste Halbzeit hat mich wirklich schon sehr, 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 sehr warmherzig gestimmt. Es ist so schön aufeinander abgestimmt. Auch, dass der Ring zum Beispiel zu dem Armband wiederum passt. Und viele Sachen, es ist einfach so schön. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde, das ist ein ganz, ganz toller Adventskalender, weil da auch so viel Herzblut drin steckt. Und das merkst du. Hier habe ich jetzt den 13. Dezember. Eine Kette. Auch hier wieder mit diesem, ich liebe dieses Silber. Ne? Also das ist richtig, richtig schön. Ich weiß nicht, welches Material das ist. Das kann euch... kann ich euch nochmal nachtragen, nachliefern. Das habe ich vergessen nachzufragen. Hier sehen wir auf jeden Fall die Kette. Auch die hat eine richtig schöne Länge. Das sehe ich direkt. Und ja, der Anhänger passt nicht hundertprozentig zur Kette, weil der ist ein bisschen mehr so in die Edelstahlrichtung und die Kette ist mehr so in die silberne Richtung. Trotzdem finde ich, dass es sehr, sehr schön aussieht. Und ja, das ist halt eine, ne, die sitzt dann ungefähr hier bei mir, eine sehr schöne Kette. Das ist mit so einem, ja, blass-orange-Aprikoton, aber auch bräunlich. Hübsch. Der 14. Dezember. Hier haben wir auch wieder Ohrstecker drin. Die haben aber eine ähnliche Größe wie die in der Nummer 2, sind aber in einem Türkis-Blauton. Wunderschön. Hier habe ich übrigens nicht meine geliebten Gummistecker dran, sondern Metallstecker. Konnte Kate auch nicht wissen, was ich lieber mag. Ne? Ich denke, sie wird sowohl als auch bei sich haben. Und ja, also absolute Präferenzgeschichte, seien wir mal ehrlich. Ne? Aber ich finde, dass einfach die Farbe hier so schön aussieht. Das ist echt, 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 echt hübsch. Und die passen auch, wenn man die zusammentragen möchte. Ne? Dann trägt man sich die halt als lange Ohrringe. Und das kann ich mir dann in mein zweites Ohrloch machen. Und das passt auch hier vor allem mit der Kette richtig gut zusammen. Also hier kann ich gerade richtig schöne Kombinationsmöglichkeiten entdecken. Der 15. Dezember. Was haben wir hier? Ist es auch wieder ein Armband? Ja, oh, aber das sieht hübsch aus. Ich bin ja nicht so der Armband-Fan, ne? Habt ihr ja eben gehört. Hier haben wir bei dem Silberton auch das etwas dunklere Silbertönchen. So schaut das Armband aus und das scheint mir auch nicht ganz so lang zu sein, wie das, was wir jetzt am 6. Dezember drin hatten. Ich kann ja mal schauen, was ich richtig süß finde und das muss ich euch gleich mal unbedingt zeigen, ist, dass wir hier am Ende
ein Sternchen dran haben. Guck mal, passend für einen Adventskalender, ne? Das finde ich hübsch. Ja, das passt gerade so bei mir, ne? Das ist, würde ich jetzt gerade so halt auch, also mit ein bisschen Luft noch zukriegen. Ja, ne? Ist jetzt nicht vom Stil her nicht ganz so mein Mega-Fall wie jetzt zum Beispiel das hier. Das feiere ich enorm. Genau, aber es muss halt entweder super schlicht oder super besonders sein, dass ich mal ein Armband trage. Das wisst ihr ja, ne? Ich bin da sehr, sehr picky. Der 16. Dezember. Wir nähern uns immer, immer mehr Heiligabend und immer mehr dem Ende. Ich will das aber nicht. ja, genau. Also hier haben wir extrem schön diese Farben, Leute. Ich bin davon einfach geflasht. Ich finde das so, so hübsch. Solche Looks in den Farben trage ich halt enorm häufig. Deswegen passt das einfach bei mir sehr gut. Ne? Sie hat auch vorher gefragt, was sind so deine Lieblingsfarben? Und das habe ich ihr dann auch durchgegeben. Sie hatte mir dann auch nämlich für die Nummer 24 so ein paar Wollknäule quasi geschickt, dass ich mir so ein bisschen was aussuchen konnte. Und ich glaube auch, dass viele dieser Schmuckstücke richtig gut nachher zu dem passen werden. Eine Woche vor Heiligabend habe ich hier den 17. Dezember. Und hier haben wir, wir haben hier glaube ich auch Kopfhörerschoner oder sowas mit drin, hatte sie mal geschrieben. Das ist so ein kleines Täschchen. Nee, da kannst du irgendwas reinmachen. Das ist einfach ein kleines Täschchen, was man halt so da reinmachen möchte. Auch dieses Grün mag ich sehr, sehr gerne leiden. Diesen Knopf finde ich einfach niedlich da vorne drauf. Was würde ich da reinmachen? Ich würde es in meine Handtasche legen und da mache ich mir dann so meine Tampons rein, meine Slip-Einlagen, ne? Und das ist halt einfach sehr süß hier drin aufbewahrt. Und ich glaube, das kommt dann für mich persönlich ganz gut, weil ich da dann einfach die Möglichkeit habe, eine niedliche Verpackung für unangenehme Zeiten meiner Periode und so weiter zu haben. Fühlt sich übrigens richtig toll an. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich den 18. Dezember. Oh, hier haben wir auch Ohrhänger, aber die sind oval. Und wie schön sind die bitte. Das mag ich auch gerne. Hatten wir letztes Jahr auch das ein oder andere Mal drin, dass wir halt auch Ohrhänger hatten. Aber wir hatten sie nicht in oval. Die sehen toll aus. Weil auch da hat man wieder so ein bisschen diesen Schimmer mit dabei, ne? Das ist auch mal ein bisschen was Schlichteres, in Anführungsstrichen. Oh, diesen Gold- oder Kupferschimmer mag ich ja gerne da drin. Das ist hübsch. Der 19. Dezember. Eine Kette. Oh. Die ist zum einen passend zu den Ohrringen, die wir gerade hatten, aber auch zu den roten Ohrsteckern, die wir hier auch schon drin gefunden haben. Auch hier, ich glaube, wir haben auch überall die Ypsala, die gleiche Kettenlänge. Und also die mag ich halt, ne? Du musst dafür halt nicht so einen Oschi-Ausschnitt tragen, aber man sieht es halt trotzdem. Und das ist halt so ein Tropfen. Wie schön. Ja, das zeige ich euch mal. So sieht das einmal aus. Das mag ich echt gerne. Das sieht so ein bisschen aus wie ein Feuer, ne? Aber gleichzeitig sieht es auch aus wie so ein Berg oder sowas. Ganz crazy, aber richtig schön. Oh, am 20. Dezember, herzlich willkommen im 20er Bereich, kommt hier schon was raus. Was bist du? Du bist auf jeden Fall ein kleines Maßband, aber also, das ist jetzt, glaube ich, kein Schmuck oder so. Oder steckt man sich das noch in die Haare rein? Das glaube ich eher weniger. Wofür verwendet man sowas? Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Es sieht hübsch aus. Keine Frage. Ist das vielleicht wirklich einfach ein Lineal? Aber dafür ist das doch viel zu schön. Das ist doch kein Lineal. Claudi ratlos. Da bin ich auf jeden Fall ratlos, muss ich euch gestehen. Aber ja, hübsch ist es. Hier hinten drauf haben wir auch so Blumen. Das mag ich auch sehr gerne leiden. Sehr, sehr hübsch. Mit frisch gewechseltem Akku machen wir jetzt weiter mit der Nummer 21 und zwischenzeitlich habe ich Kate jetzt auch mal kurz geschrieben, ob sie mir sagen kann, was das für ein Maßband ist. Ja, mal gucken, ob sie noch wach ist. Es ist 11 Uhr, ne, Leute? Genau. Hier haben wir wieder Ohrringe drin enthalten und das sind auch sehr, sehr hübsche. Die anderen, die ich drin hatte, haben mir tatsächlich von der Farbkonstellation ein ganz kleines bisschen besser gefallen. Die hier sind nämlich sehr... Für meine Verhältnisse sage ich es jetzt einfach mal gedeckter, aber trotzdem auch wunderschön. Ne? Also dieses Blau, dieses Ganze, was irgendwie an Luft oder an Meer erinnert, ist halt wirklich voll mein Vibe. Das ist einfach meine Welt und finde ich einfach so, so schön. Die zweite und leider letzte Schnapszahl, die Nummer 22. Oh ja, sowas hatten wir letztes Jahr auch mit drin. Das ist ein Armreif. Kein Armband, sondern ein Armreif. Finde ich persönlich, sieht man auch nur noch sehr, sehr selten, dass es sowas überhaupt gibt, ne? Dass sowas hergestellt wird. Das sieht einmal so aus. Und ich persönlich finde, auch wenn wir hier einen sehr prominenten, ja, bunten Stein haben, ist das etwas filigraner, etwas leichter als das, was wir letztes Jahr gesehen haben. Und man sieht
Sieht schon schön aus. Dass ich das über ein Armband sag. Kate, was machst du mit mir? Jetzt kriege ich es aber nicht wieder ab. Meine Knochen. Ah, okay. Sie sind nämlich manchmal im Weg, meine Knochen. Ich hatte damals auch sowas. Da habe ich viel getragen. Ich weiß noch, damals waren wir im Tunesien-Urlaub mit meiner Familie und da haben wir sowas bekommen, wo dann auch jemand so meinen Namen reingemacht hatte, so, ne? Auch richtig toll, das habe ich jahrelang getragen. Oha, der 23. Dezember. Ich bin jetzt schon einen Tag vor Heiligabend. Das ist das vorletzte Büchschen. Also eigentlich das letzte Büchschen, weil gleich habe ich ja ein großes Geschenk. Ich mag die Ohrringe. Die sind jetzt auch in so einer goldfarbenen Einfassung. Und auch wieder dieses extrem schöne Apfelgrün. Das ist halt einfach meins. Die passen so gut zu diesem Armband, was ich hier auch mit drin habe. Dann hatte ich hier auch, glaube ich, eine Kette von, wenn ich mich richtig erinnere. Wo ist sie hin? Nee, der Ring auf jeden Fall. Bei dem Ring passt das sehr, sehr gut. Das sind schon schöne Sets hier, ne? Und jetzt kommen wir zum absoluten Highlight, die Nummer 24. Hier kann man auswählen, ob man einen Poncho oder einen Seelenwärmer drin haben möchte. Ich habe mich für den Seelenwärmer entschieden. Und man kann auch Farbwünsche äußern, hatte mir Kate mitgeteilt. Und das ist halt richtig schön in so einem Geschenkpapier eingepackt mit dem Nikolaus und seinen Rentieren, wer so über die Häuser fliegt, ne? Das ist schon schön. Nur leider muss ich es zerstören. Ich habe dazu aber auch noch ein Kärtchen bekommen. Das schauen wir uns jetzt erstmal direkt an. Mit mir wirst du an kühlen Tagen oder Abenden nicht frieren. Ich sehe nicht nur zu Jeans schick aus. Ich darf bei 30 Grad in die Waschmaschine, aber nicht in den Trockner. Ja, das habe ich mir schon gedacht, ne? Nicht in den Trockner macht auf jeden Fall Sinn. Und das würde ich dann auch quasi im Handwäscheprogramm mitlaufen lassen und dann Luft trocknen, klar. Also dafür ist es halt auch wirklich so handmade, ne? Wow, ist das cool. Jetzt muss ich nur den Eingang finden. Ah, Moment, doch, ja, ich weiß, wie das muss. Doch. Das ist nämlich so, dass man dann hier einen Arm durchmacht. Ich glaube, es ist relativ pelle, wie wo oben und wo unten ist. Das kann man sich halt so überwerfen, ne? Das habe ich auch schon öfters mal gesehen. Ich bin ja auch so eine ehemalige Zeltlagerista, um das mal so zu sagen. Und das erinnert mich halt volle Elle daran. Moment. Herzlich willkommen in meinem Chaos. Binden wir noch einen kleinen Try-on-Part mit rein. Das ist die Nummer 24 und das ist in One Size. Und guckt euch das mal von hinten an. Das sieht ja mal richtig cool aus, ne? Und das ist halt sowas, was man sich dann so überwerfen kann. Jetzt seid ihr aber weit weg. Wenn einem dann wirklich bei so lauen Sommernächten ein bisschen kalt wird oder so. Und ich finde, das fühlt sich auch richtig, richtig schön an. Ich liebe die Farbe. Also Perfect Kate. Das ist so schön. Ich liebe dieses Türkisblau mit dem Weiß zusammen. Das ist voll meins. Ich sehe mich schon das Anziehen, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach irgendwo zum Grillen eingeladen bin. Dann habe ich das irgendwie dann auch im Auto mit dabei oder in der Tasche oder so. Und dann hatte ich halt vorher nur so meinen Lieblingsoverall von Halara an, den ich einfach rocke mittlerweile. Sobald aus der Wäsche raus ist, trage ich den wieder. Das passt farblich halt auch super gut dazu. Das passt aber auch zu sehr, sehr vielen anderen. Und das ist halt lang genug, dass es quasi über den Po geht. Also jetzt nicht irgendwie, dass wenn du halt hinten rückenfrei bist, ne? Das wird dann halt bedeckt, dass das hinten nicht zieht. Das ist aber auch nicht zu warm, weil du hast ja dadurch, dass es halt so gehäkelt ist, hier auch noch diese Löcher. Aber es ist halt, ich finde es richtig, richtig toll. Und es ist halt wirklich ein Seelenwärmer, ne? Was meint ihr? Ich finde es voll cool. Und ich finde auch, dass der Wert, den sie angegeben hat, sie hat mir eine Liste mit den jeweiligen Werten zu den Produkten geschickt, ne? Das hat die viel zu niedrig angesetzt. Ganz ehrlich, ne? Liebe Kate, das ist zu niedrig, meiner Meinung nach. Ich kenne mich in dem Genre jetzt nicht ganz so aus, ne? Aber wenn ich mir das so angucke und wenn ich auch einfach die Qualität jetzt mal bewerten darf von den Sachen, die ich jetzt auch letztes Jahr behalten habe und getragen habe, das ist mega gut. Aber es ist jetzt gerade ein bisschen warm, das zu tragen, aber wunderschön. Also vielen Dank. Wenn ihr Interesse habt, schaut super gerne bei Kate vorbei. Also das ist wirklich ein ganz, ganz lieber Mensch, die sich mit sehr, sehr viel Liebe zum Detail damit beschäftigt, die Person glücklich zu machen, die dann entsprechend Schmuckstücke oder halt auch den Adventskalender von ihr kauft. Schaut bei Instagram vorbei, schaut bei Facebook vorbei. Ich schaue jetzt nochmal eben bei mir bei Instagram vorbei, was sie mir geschrieben hat, ob sie es gelesen hat. Sie schläft wohl schon. Ja, kann ich mir vorstellen. Es ist spät, Leute. Wenn sie mir das geschrieben hat, ich habe euch das dann safe auch beim Unboxing mit eingeblendet. Was ein wunderschöner Adventskalender, bin ich ehrlich. Es ist handgemacht. Es ist so, also man merkt einfach, dass sie einfach nochmal ein Jahr weiter in diesem Metier auch gewachsen ist. Ich finde, alles ist so ein bisschen filigraner. Es ist alles ein bisschen mehr,
Es ist besonderer, noch besonderer. Und ich fand es letztes Jahr schon so cool, ne? Wie seht ihr das? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ja, dann wäre es das hier von mir gewesen. Mensch, wenn es dir hier gefallen hat, wenn der Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.